anvisieren. Das wird lustig. Puh, das war knapp. Bäh. Oh. Also was soll ich überhaupt machen? Ich hab keine. Entschuldigung. Tam. Gut, dann jetzt mal hier weiter. Ah. Ah, ja. Antwort. Hallo. So, wie ging das also? Aha. Hallo. Okay. Vorlage. Antwort. Hm. Du hast es geschafft. Mir nach, das wird dir gefallen. Sind fast da. Ui, da bin ich gespannt. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Das ist doch cool. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Fertig, gehackt. Also 195. Ja, hol den Turm raus. Oder I95. Wenn es I95, dann ist es eine Autobahn. 19. Und die 5. Vorlage. Ha! 1951, mir sagt das du Atom nichts. Mir schon, ist ein Jahrgang, aber was könnte 1951 gemeint sein? Hallo? Also weg damit. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Irgendwelche Ideen? Einfälle? Nein? Ja, ich auch nicht. Oder musst du dich selber da auf den Scanner hinstellen? 1951. Ja, also ihr könnt ruhig mal in die Kommentare schreiben. Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Hallo. Ich glaube, das hat nichts gefunden. Nee, und wenn man selber. Hey, warte mal, wo gehst du hin? So, jetzt brauchen wir hast du eine Idee? Effekten. Na schön, dann. Ach, genau. Wir haben sie ja ausgesondert. Wir brauchen also einen Defekten. Richtig. Nein, verdammt. Ich stehe frei. Vorlage. Antwort. Ja, was? Danke, du hast mir den Winter gerettet. Was jetzt? Wird das ein Ausbruch? Ich kann nicht sehen. Vorlage. Antwort. Also irgendwie sind mir diese Geschütztürme. Was machst du? Oh, perfekt, das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Jetzt bin ich. So auf jeden Fall. Behalte die Tür im Auge. So einen Schalt. Ah, Bingo. Schön. Oh, seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Also ich finde die defekten Türme viel sympathischer. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Also müssen wir jetzt hier rein, oder wie? Geht ganz einfach. Erinnert mich irgendwie an... Nein!
keine Schule. Bloß weg hier. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Nein, das Bring ist ja auch eine 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, sind noch Kinder. Aber wirklich Portal. Genial war das nicht. Oder Half-Life. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht. So. Ja, stimmt. Ihre Kinder oder genau. Ihre Töchter mit zur Arbeit bringen. Genau. Eine Kartoffelbatterie. Wer kommt denn da auf die Idee? Was ist das? Noch eine Kartoffelbatterie. Echt jetzt? Ja. Vicky Voltage. Also, Gemüse erzeugt Elektrizität. Mal sehen, ob wir das in Deutschland hier durchsetzen können. Das sieht ja schon mal besser aus. Da kann ich ja meinen PC an eine Kartoffel anschließen. Elektrizität von einer Kartoffel. Wow. Tam tam tam. Noch mehr Kartoffeln. Zitrone, Kartoffel. Jetzt bin ich. Was? Potato Battery vs. Lemon Battery. Okay, was? Potato Battery, not a Lemon? Fragezeichen. Das haben sie, glaube ich, schon mal wirklich gebracht. Nein. Naja, zumindest wie war ist das? Keine irgendein Kind macht wirklich immer einen Vulkan aus. Ist es aber trotzdem nicht. Esse ich nicht und mal ein Kind. Yes. Ich wette, das war kein Akademikerkind. Ich will ja nicht wissen, ob das scheinen, aber da sieht man doch klar das Werk eines Arbeiterkindes. Ich sage nicht, dass die nicht so gut sind wie die Akademikerkinder, nur eben sehr viel dümmer. Was? With science. Anything is possible with science. Sag bloß, wir können's. Stimmt, da gibt's ja noch eine Errungenschaft. Bringt die Wissenschaft einen Sprung voran irgendwie. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Ach, wahrscheinlich ist du. Die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Grüne Neune. Also ich hätte jetzt irgendwie Lust auf Pommes. Ich glaube, wir essen nachher Pommes, oder? Das war eine gute Idee. Wenn ich jetzt schon hier die ganze Zeit. So schöne Kartoffelecken. Oh ja. So wilde Kartoffeln. Das sieht irgendwie aus wie so Alien-Kokor. Pam pam pam. Ja, es tut mir leid, das ist mein altes Wohnheim. Da habe ich früher gewohnt. Jetzt weißt du, warum ich so komisch drauf bin. Ja. Das erklärt vieles. Aber nicht alles. Hey, wie wär's? Scannen wir den Hintern ein. Klischees und so, ne? Ja, ja. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Oh, ja. Da lang. Und weiter geht's. Immer weiter. Aus der Tiefe. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir ja, sind hundertprozentig richtig. Aber erstmal heißt es in der Tiefe singen sie. Ach, ja, da müssen wir hin. Nervengift. Das kennen wir doch noch aus dem ersten und von vorhin. Nervengift ausschalten. Okay, hier lang. Da. Und. Rein. Bitte laden. So. Nein, wir haben nicht gerade wieder eine kleine Besprechung gemacht. Es kommt euch nur so vor. Na, das ist nur Einbildung. Ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist nämlich noch richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Ich dachte, den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Hä? Sollen wir uns den anschauen oder? Ja doch, schauen wir uns auch an, oder? Das machen wir auf jeden Fall so. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber... Guck mal, was da angerollt kommt. Das sind die, Defekten. Nein. Wir haben sie doch vorhin umgetauscht. Ach so. Das sind die Einsatzbereiten. Oh, ach so. Okay. Scotty, beam mich hoch! Ja, weißt du, die Hamstertiere Laufräder, die müssen auch schon Gas geben. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Händen komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... das ist mal ein großer Laser. Am besten, wir ignorieren ihn einfach. Nein, nicht! Wer weiß, was die Taste... Oh, und gut gemacht. Gut,
gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervensystem außer Kraft setzen. So es ist allerdings passwortgeschützt. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. So. Hol dich doch aus, während ich daran arbeite. Und jetzt müssen wir doch rein, oder wie? Okay. Das Schwierigste bei mir ist es. So, und jetzt doch auf der rechten Seite. Nummer 1 gecuttet. Da muss man noch eins. Verdammt, zu spät. Das kriegen wir auch hin. Eben. Jetzt! Yeah! Wuhu! Der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Oh. Ups. Faszinierend. Ich kann nicht erkennen. Okay, ja, dann.